Hello again. Wir sind zurück hier bei Zoe Castillo und wir haben in der letzten Folge ja hier unsere Virus-Software in Gebrauch genommen und jetzt weiß ich auch, hoppla, wie ich es benutze. Ich denke mal oben das Labor, da können wir noch was ziehen und am Kaiufer. Ich glaube sogar, hier könnte ich Glück haben, oder? Nee, das war's nicht. Ah, hier war das Labor, glaube ich, oder? Am Labor war es, glaube ich, dass wir da... Ja. Ich glaube, den Zugang konnten wir nutzen. Ich dachte, ich muss mir die immer erstmal nur angucken. Hallo. Und nochmal von vorn. Einloggen? Herunterladen? Und nichts wie weg. 81%. Fast geschafft. Ein Zugang noch. Dann sollte ich alle Daten komplett haben. Und ich weiß auch, wo der ist. Sehr schön, dann haben wir das also auch geschafft. Die Geräusche, die wir jetzt gerade beim Scan gehört haben, die haben mich so ein bisschen an Star Trek Elite Force erinnert. Ja, so ein kleines bisschen. Na, ich glaube, wenn wir jetzt nämlich hier weiter runtergehen... Dann kommen wir nämlich wieder da, wo Risas Arbeit ist. Da an dem... Na, wie heißt es denn jetzt? Oh. Ja, da oben rechts. Diese Statue, die da ist. Dieses Logo, was sich dreht. Genau hier. Na? Ein letztes Mal. Ich kriege schon Paranoia und sehe überall Warnsignale. 97%. 98. Geschafft. Ich habe alles. Juhu, Zoe! Scheiße. Alles verschlüsselt, genau wie Mira gesagt hat. Tja, ich habe keine Wahl. Ich muss wohl wieder zu Mira gehen. Sehr schön. Das Spiel speichert hervorragend. Und wir können jetzt zu Mira. Und das ist auch sehr lustig. Ich habe ja parallel zu diesem Let's Play hier ja noch das Let's Play Siberia 4 gehabt und auch Stray, was auch immer noch im Moment noch läuft. Die beiden Spiele, die sind mir sehr häufig abgestürzt mit Bluescreen und hier bei diesem Spiel überhaupt kein Problem. Das Spiel hier ist mir tatsächlich noch nie abgeschmiert und auch andere Spiele, die ich momentan spiele, haben keinerlei Probleme. Also, weil irgendwo versucht man dann ja natürlich den Grund herauszufinden und naja... Mein PC ist zwar nicht mehr der neueste, aber ich glaube, damit hat er jetzt tatsächlich nichts zu tun. Naja, egal, so viel am Rande. So, Mira, ich bin wieder da. Na, dann lassen wir uns mal überraschen, was wir da jetzt rausfinden. Ach, er hat sich bewegt. Und wo ist Mira jetzt? In der Küche. Nicht übrigens, grad. Umtausch ist nicht Kutria. Alle Verkäufe sind endgültig. Ja, ja. Deswegen bin ich nicht hier. Was willst du denn dann? Du hast gesagt, du bist die Einzige, die die Daten entschlüsseln kann. Das Firmware-Upgrade und der Sniffer waren gratis, Süße. Aber das hier kostet was. Wie viel? Oh, an Yuan bin ich nicht interessiert, Süße. Eher an ein wenig Hilfe. Bei was denn? Das habe ich noch nicht entschieden. Wenn es soweit ist, melde ich mich. Nein, danke. Ich frage lieber jemand anderen. Die Sache ist die, Süße. Du benutzt illegale Firmware. Ein anonymer Hinweis und das Syndikat bohrt dir ein Loch in deinen hübschen kleinen Schädel. Du hast die Wahl. Ich kann die Daten für dich entschlüsseln oder du machst dich vom Acker. Egal, was du tust, du wirst von mir hören, eines Tages. Verdammte Bitch! Das hast du schön erfasst. Jetzt komm mal her, lass uns anschauen, was du gefunden hast. Boah, ist die gemeine. Aber ich mag sie trotzdem. Schlaues Mädchen. Ich stand... Ach, halt die Klappe und schieß los. So ist's recht, Kutria. Halt still, tut auch gar nicht weh. So, fertig. Das war's? Hab ja gesagt, tut nicht weh. Einfache Verschlüsselung, Standardprotokolle des Syndikats. Schauen wir mal. Ich weiß nicht recht, was ich da sehe. Finanztransaktionen, Süße. Ziemlich große. Von mehreren Schattenkonten auf das Partei...
Ach du Scheiße, was haben wir denn da? Die Einheit kassiert Schmiergeld? Tja, offensichtlich. Das hier sind ganz normale Konzernschattenkonten. Wird nicht schwer sein, die Transaktion zurückzuverfolgen. Nein, ich rede von dem restlichen Kram. Da gibt es detaillierte Aufzeichnungen von Treffen zwischen der Uminska und Konstantin Wolf. Arrangiert und im Beisein von Managern der Warty Corp. Was? Herrgott nochmal, die Matterhots haben alles dokumentiert, als wäre es einfach Business as usual. Was für ein Haufen Gandus. Und sieh dir das an. Du weißt doch, es gab Diskussionen, ob die Dream Machine reguliert werden soll. Ja, die Uminska ist immer eine absolute Befürworterin der Regulierung gewesen. Und dem hier zufolge erteilt die Uminska, wenn die Einheit gewinnt, Warty den Freibrief zum Verkauf von Dream Machines und den Betrieb von Traumemporien in Europolis. Warty Corp könnte die Nutzung der Dreamtime künftig mit Genehmigung der Regierung anbieten. Jedem, überall, ständig, uneingeschränkt. Die Uminska ist also gar nicht die messianische Figur, auf die diese Stadt gehofft hatte. Das war's dann mit meiner Stimme. Ab in die Tonne. Und was genau willst du damit sagen? Ich sage, die Bestechungsgelder und Provisionen sind nur ein Teil der Story, Süße. Ich sage, die Uminska kungelt nicht nur mit Konstantin Wolf, sondern auch mit der Warty Corp und der Teufel weiß mit wem sonst noch. Ob's da um Geld geht oder um Macht oder um sonst was, wer weiß. Die können die Wahl nicht beide gewinnen. Mit anderen Worten, es ist übel. Übler als übel, Süße. Das könnte das größte, übelste Ding sein, seit die Warty Corp das letzte Mal Schlagzeilen gemacht hat, weil sie versucht hat, uns zu verarschen. Ich verstehe immer noch nicht, welchen Nutzen die Uminska sich von der Zusammenarbeit mit Konstantin Wolf und Europas Erwachen verspricht. Ich bin sicher, die Antwort findet sich da irgendwo. Der Scheißhaufen ist mehrere Terabyte groß. Wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Aber das ist nicht mein Problem, sondern deins. Bitteschön. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du wirst den Kram doch nicht an den Höchstbietenden verkaufen, oder? Da kennst du mich aber schlecht. Ich respektiere Daten. Das Zeug gehört dir. Mach damit, was du willst. Aber vielleicht dürfte ich dir einen Vorschlag machen. Diese Daten gehören der ganzen Welt. Wenn sie geheim bleiben, hat absolut keiner was davon. Ich an deiner Stelle würde sie öffentlich machen. Dann regelt sich der Rest von selbst. Ich weiß nicht... Was du auch tust, Süße, sieh dich vor. Es werden Köpfe rollen. Pass auf, dass deiner bleibt, wo er ist. Auf meinen werde ich verdammt gut aufpassen. Ich habe dir die Daten auf deine Iris hochgeladen. Sie sind an dein Stimmprofil gekoppelt. Mach damit, was immer du damit machen willst. Wird Zeit, dass du gehst. Und bitte komm nicht wieder. Nie wieder. Danke. Entscheiden, wohin die Daten gebracht werden. Zu Baruti oder zur Hand? Oh Gott. Bring die Daten zu Sully in der Hand that feeds. Oder bring die Daten zu Baruti. Oh, 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 oh. Ich hasse diese Entscheidungen in Spielen. Hatte ich das erwähnt? Also ich denke mal, Baruti heißt nicht an die Öffentlichkeit und, das andere ist wohl öffentlich. Ich bin für die Öffentlichkeit. Oh, wer ruft an? Wie weit bist du denn so mit... Naja, mit allem? Oh. Bin eigentlich gerade fertig. Wo wollen wir uns treffen? Im Cabana am Sonnenscheinplaza? Ich könnte dringend ein bisschen Doping gebrauchen. Komm hin, wann immer du so weit bist. Mach ich. Entscheiden, wohin die Daten gebracht werden. Zu Baruti oder zur Hand? Nee, zur Hand. Mal ganz davon abgesehen, weiß ich gar nicht, wo Baruti ist. Ah, da. Bringen die Daten zu Sully. Oder, naja, zu Sully. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung. Ich kann Baruti ja dann immer noch Bescheid sagen. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Und das hasse ich halt. Diese Entscheidung, ich weiß jetzt nicht, was... bei der anderen Entscheidung passiert. Und ich würde gerne alles vom Spiel sehen. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen, dieses ganze Spiel dann nochmal zu spielen. Und dann auch immer penibel darauf achten, wo hatte ich welche Entscheidung. Das ist immer so eine Sache, wie ich finde, sehr anstrengend. Ich habe etwas für dich. Aha, ein geschäftlicher Besuch. Du machst mich neugierig. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, was ich mit den Daten machen soll. Wenn ich sie Sully gebe, breche ich Baruti das Herz und ruiniere unsere Freundschaft.
Aber wenn ich sie Baruti gebe, wird die Wahrheit vielleicht vertuscht. Also, was soll ich tun? Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Da gibt es keine simple Lösung. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich muss mich einfach entscheiden. Ma! Was mache ich denn da? Ich habe Baruti versprochen, ihm zu helfen, an die Daten zu gelangen. Und jetzt gebe ich das Beweismaterial der Hand. Das kann ich ihm nicht antun. Das muss er entscheiden, nicht ich. Diese Daten sind zu wertvoll, um sie Baruti zu geben. Er wird sie der Parteiführung überlassen und dann, wer weiß, vielleicht bringen sie ihn irgendwie zum Schweigen. Ich muss dafür sorgen, dass die Welt davon erfährt. Unterlagen über Finanztransaktionen. Dokumente, die zeigen, dass die Einheit und die Uminska mit der Wati Corp und Wolf verbandelt sind. Wie bitte? Wie in Manus Namen bist du an diese Dokumente gekommen? Baruti hat mir den Tipp gegeben. Er hatte Zweifel und bat mich, Beweise zu finden. Und du bringst sie zu mir? Zur Hand? Anstatt zu deinem... Es schien mir das Richtige zu sein. Die Daten, sie sind... Es ist alles da. Alles, was du für einen vollständigen Bericht brauchst. Die Story des Jahres. Ich glaub, mein Bocking Schwein pfeift. Das sind gefährliche Informationen, Sully. Die Wati Corp schreckt garantiert vor nichts zurück, um sich zu schützen. Wir halten deinen Namen da raus. Deinen und seinen, da gebe ich dir mein Wort drauf. Kasar! Und ich wollte diese Uminska wählen. Die Hand hat sie unterstützt, verflucht nochmal. Bist du dir ganz sicher, dass du uns die Daten geben willst? Nein, aber jetzt gibt es kein Zurück. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich setze sofort Leute drauf an. Wir müssen alle Fakten doppelt und dreifach mit unseren eigenen Quellen abgleichen. Wollt ihr die Uminska oder die Wati Corp um eine Stellungnahme bitten? Kommt darauf an. Wenn die Gefahr bestünde, dass sie Beweismaterial vernichten oder ihre Spur verwischen könnten, dann... Nein, werden wir nicht. Und deshalb müssen wir schnell sein. Wir brauchen die gesamte Redaktion. Ist mir egal, ob jemand gerade am anderen Ende der Welt rumdümpelt. Wir brauchen alle. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Versprochen. Und jetzt entschuldige mich bitte, Zoe. Natürlich, klar. Okay, geh nur. Informiere Baruti über deine Entscheidung. Er ist im Saraf Caravana. Das ist doch der gleiche Laden, in dem gerade eben Risa hin wollte, oder? Am Sonnenschein Plaza. Eieieiei. Aber ich weiß, dass wir unten vom Kai über einen Zwischengang relativ schnell zum Sonnenschein Plaza kommen. Schauen wir mal, ob wir den jetzt finden. Also diese Gewissensentscheidungen, die wir hier jetzt ja treffen müssen, die sind immer halt ja, sehr individuell und jeder denkt darüber anders. Ich finde sowas Politisches, wenn man sowas herausfindet, das muss an die Öffentlichkeit, weil die Leute müssen darüber informiert werden. Weil letztendlich wählen sie dann diese Partei und werden verarscht. Und das geht mal gar nicht. Deswegen, so lieb ich Baruti auch habe, die Öffentlichkeit muss da auf jeden Fall von informiert werden. Und ich kann nicht riskieren, da das jetzt Baruti zu geben und nachher sagt er, oh ja, danke, er ist weg mit den Informationen und ich kann der Öffentlichkeit nichts mehr geben. Also insofern finde ich, was mein Gewissen angeht... warte. Oh nein. Hatte ich nicht gesagt, ich kenne den Weg. Oder kamen wir über das Backsteinviertel zum Sonnenscheinplaza? Oh, ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal, wie Baruti jetzt reagiert. Vielleicht sagt er ja auch zu mir, hey Zoe, hast du gut gemacht. Hätte ich auch gemacht. Ja, das war richtig. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Baruti erstmal sehr enttäuscht sein wird von uns. Da sitzt er doch. Ich habe Baruti noch nie so niedergeschlagen gesehen. Er tut mir leid, das war sein Leben. Ist alles in Ordnung, Sissi? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, Baruti. Ich... Ich muss ihm erzählen, was ich getan habe. Aber ich will seine Gefühle nicht verletzen. Ich kann ihm nicht sagen, dass ich ihm die Daten nicht anvertrauen wollte. Ich sollte ihm nicht sagen, was ich getan habe.
Es würde ja nichts ändern, aber unsere Freundschaft wäre hinüber. Er soll lieber denken, dass die Hand einen anonymen Hinweis bekommen hat. Ich sollte ihm alles sagen. Die Wahrheit wird herauskommen und zum Lügen gibt es keinen Grund, außer dass unsere Freundschaft dabei draufgeht. Oh, ist das gemein. Ich konnte nicht zulassen, dass du die Daten der Partei übergibst. Ich wusste nicht, was aus dir und mir werden würde und ich konnte das nicht verantworten. Was sagst du da? Ich habe die Daten der Hand gegeben. Die bringen eine Story darüber. Dir passiert nichts. Uns beiden nicht. Und die Welt wird erfahren, was... Hätte ich dich bloß nicht um Hilfe gebeten. Scheiße. Schon klar, wem du loyal bist. Das ist nicht fair. Fair? Was ist schon fair? Die Kampagne war mein Leben. Jetzt ist alles aus. Diese Entscheidung stand dir nicht zu, Zoe. Ich habe deinen Schutz nicht nötig. Tja, wenn du fertig bist. Nee, ich bin nicht fertig. Risa wartet doch hier. Verlockend. Aber ich habe gerade keine Zeit für ein großes Glas Coca-Chai auf Eis. Hä? Coca-Chai auf Eis. Oder war es da? Ach, das zu Hause. Ach, wo ist denn jetzt Risa? Verdammt nochmal. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung brauchen. Quatsch, mich nicht zu. Ja, hätte ich Baruti jetzt anlügen sollen? Ich weiß es nicht. Nee, da ist es auch nicht. Warum draußen sein, wenn sie doch drinnen eine unendliche Auswahl an Träumen erwartet? Ah, wo ist das denn jetzt? Oder ist das hier irgendwo? Nein, da ist es nicht. Komme ich da rein? Nein. Oh Mann, ey. Das Ei am Himmel erinnert sie. Das ist ein Minimarkt. Ja. Ich habe auch gar keine Info an in meinen Aufgaben. Das ist halt auch so komisch. Na, dann gehen wir mal nach, wenn ich fertig bin. Kann ich nee, da habe ich nichts. Charakterbibliothek, da kann ich auch nichts. Tja. Das ist das. Ach, guck mal, M und J ist das gleiche. Was ist das denn? Ich dachte, ich könnte mit meiner Iris da telefonieren, aber dem ist nicht so. Na gut. Krähenboy ist hier, damit du dich in Druck hast. Ich hoffe, das war jetzt richtig, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich noch mit Risa ja essen. Da ist er doch. Tut mir leid, ich komme zu spät. Ah. Du hast uns ja echt ein Ding reingesemmelt heute. Das klingt ziemlich missbilligend. Überhaupt nicht. Ich meine, es ist großartig, riesig, aber ich schätze, es bestätigt meine Befürchtung. Oh. Über die Arbeit im Wahlbüro. Oh, klar. Tja, du hattest wohl recht. Weißt du, darum geht es nicht. Nein, natürlich nicht. Ist auch egal, lass uns reden. Ja, reden. Wie immer. Oh, okay, Überblendung. Und fertig. Oder gehen wir jetzt wieder zu Kieren? Das wäre jetzt echt Cliffhanger. Ja, wir gehen nach Kieren. Kapitel 5, Amnesie. Anamnese, Entschuldigung. Das ist richtig lesen hier. 10 Tage später. Was? Wie 10 Tage später? Also doch noch bei Zoe oder was? Nee, doch nicht. General, ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Batman. Wie findet ihr euer Quartier, General? Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer.
Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein. Aber der Aufseher behauptet, dass ihm vor dem Aufstand befohlen wurde, den Apostel hinzurichten. Von euch persönlich, Kommandant. Lügen. Der Ungläubige versucht, seine eigene Haut zu retten. Vielleicht. Aber aus welchem Grund sollte er lügen? Es entlastet ihn nicht, was die Verantwortung für den Aufstand angeht. Er wartet noch in Kaltenstein auf seinen Prozess. Und er meinte, der Galgen habe für Alvanes Tod bei Tagesanbruch bereitgestanden. Ich sage nicht, dass ich dem Mann vertraue. Er ist ein grausamer, kleiner Mensch. Aber er scheint Autorität zu respektieren. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien, nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kien Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane, es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzungen, als wir beide auf den Straßen von Zadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die Sechs, für ganz Asadir. Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient, mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch? Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu. Verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Vermin. Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen. Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen, bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Eine sehr komische Nase hatte der General. Naja. Gut, dann bin ich gespannt, wie es Kien jetzt beim Widerstand so ergangen ist in der Zwischenzeit. Nacht, Ulvik. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulvik? Gut, also, da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal. Asadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die sie's abgesehen haben. Denen, die sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt. Offenbar empfand der Kommandant der Asadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Vermin. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Asadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen.
Deshalb wissen Sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kien, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Asadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Asadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kien, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet. Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf. Er ist ja richtig nett zu uns. Herrgott, Herrgott. Warne die Maulwürfen vor der möglichen Razzia. Ja, Freunde, das werden wir machen in der nächsten Folge. Hier ist jetzt Schluss. Und dann geht es wieder in der nächsten Folge hier bei Kien weiter. Macht es gut. Lustige Schürze übrigens. NRW Boy 18. Adieu.